Wir würden jetzt anfangen und alle, die heute eine Session gemacht haben, angefangen von vorne, also von oben links nach unten rechts quasi. Genau, das fange ich an. Martin Fischer mit das Interview. Wir würden euch bitten, nochmal einen kurzen Abriss, wirklich kurz zu machen, dessen, was ihr ungefähr besprochen habt, was so das, die Quintessenz war. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis an alle, vor allen Dingen diejenigen, die eine Session gehalten haben. Es gibt im Sendegate schon fleißig angelegt vom Doku-Team und vor allen Dingen Tine, die Übersichtsseite zu den, oder auch nicht? Nee, wo ist das denn jetzt? Es gibt sie auf jeden Fall irgendwo. Nee, was denn? Ich will doch hier nur... Da ist es doch. So, und da findet ihr zu jeder Session, die gehalten wurde, schon den entsprechenden Thread verlinkt. Ich würde diejenigen bitten, die in der Session saßen und es eingereicht haben, ihre Materialien, vielleicht ein paar Worte dazu zu schreiben, damit wir dann da hinterher A, die Sachen dokumentiert haben und B, eben auch vielleicht nochmal eine tiefergehende Diskussion dazu anstoßen können. Denn mein Eindruck war, dass die 45 Minuten... ein schöner Zeitrahmen sind, um die Themen auf die Agenda zu bringen und anzureißen, aber dass doch häufig noch eben viel offen geblieben ist und das auch durchaus noch weitere Diskussionen verdient. Martin. Die Session war überschrieben mit das Interview. Wir haben aber gleich zu Anfang festgestellt, dass wir vielleicht doch den Unterschied machen müssen zwischen Interview und Gespräch, weil viele Podcaster sich vielleicht auch als Gesprächsführer oder Führerinnen sehen und haben dann da so ein bisschen die Unterschiede rausgearbeitet, dass beim Interview vielleicht öfter mal kritisch nachgefragt wird, während beim Gespräch dann eher eine schöne Gesprächsatmosphäre geschaffen werden soll, wo sich dann die Gesprächspartner drin bewegen. Und haben dann eigentlich so ein bisschen Tipps und Tricks erarbeitet, was jetzt bei Interviewführung oder Gesprächsführung zu beachten ist, welche Strategien man bei auch nicht ganz so willigen Gesprächspartnerinnen einnehmen kann. Und ja, das alles ist dann auch schon dokumentiert im Sendegate und es gab noch einen Buchtipp am Schluss und war eigentlich eine schöne Session mit vielen Teilnehmern. Vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Fleißig hier, meine Güte. So, als nächstes gern den Sven zum Thema Sprechen. Ja, ich habe wieder meinen bewährten 45 Minuten auf den Punkt genau beendeten Monolog gehalten und wir hatten ja das Übliche, also zwischen das dritte Mal gehalten, also nichts Neues. Ich werde da nochmal dann die Mindmap hochladen, wo die ganzen Punkte nochmal einzeln drin sind. Für diejenigen, die da waren, nochmal so als Recap dafür. Für diejenigen, die nicht da waren, die können mit der Mindmap wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Das alles runterzuschreiben wäre vermutlich ein bisschen viel. Dann müsste ich das jetzt nochmal hier erzählen. Ja, das war gespickt mit vielen Anekdoten der Teilnehmer. Das hat mich sehr gefreut dieses Mal. So, Podcast-Produktion in Open Source, der Johannes. Alternativ ist, auch da, ein... Genau, Luis und Steffen, ihr wart doch in der Session drin. Genau, alternativ hier? Die Teilnehmerinnen verpflichtet. Einer von uns beiden. Ihr habt gerade nichts zugehört. Wir hätten nur noch mal gerne ein Recap zu Linux, sondern zu Podcast-Produktion in Open Source. Und ihr könnt dann auch gerne, die oberen Beiträge sind immer als Wiki angelegt, das heißt, ihr könnt die auch einfach fröhlich bearbeiten und da dann alles noch immer reinschreiben. Ja, wir haben es gerade eben reingestellt vor ein paar Minuten. Es ging dabei vor allem Podcasten unter Linux mit Ardour und jetzt habe ich den Namen vergessen. Johannes, da steht auch. Johannes hat uns erklärt, wie man mit Ardour ganz super und einfach zum Beispiel mit Jack und Ardour eine N-1 Einstellung machen kann und war toll, super. Ich weiß nicht, ob er hier ist, aber Dankeschön. Also sprich hier die guten Tipps für Podcasten unter Linux. So, den Henning mit HTTPS Casts. Genau, wir haben über Podcasts, über HTTPS gesprochen und wir waren uns darüber einig, dass man sich in sein WordPress nicht unverschlüsselt einloggen sollte und insofern braucht man auf jeden Fall schon mal irgendwie HTTPS.
Die Frage ist dann, was passiert, wenn man auch die Feeds und die Folgen über HTTPS auswirft? Und da gibt es halt bei ganz verschiedenen Kombinationen von Endgeräten und Betriebssystemen und Geräten, insbesondere bei alten Android-Geräten, Probleme. Und diese Probleme sind auch irgendwie nicht prinzipiell irgendwie auf eine Art und Weise gut zu lösen. Es hängt auch immer davon ab, was man für eine Serverstruktur hat, inwieweit man Zugriff darauf hat und was so ein Zertifikat kostet und so weiter. Also Probleme über Probleme und Herausforderungen über Herausforderungen. Letztendlich war aber, glaube ich, der Wunsch bei allen oder die Idee, dass Zukunft sein muss und HTTPS die Zukunft ist. Und insofern muss es irgendwie in die Richtung gehen, aber viele Unklarheiten. Janet mit Better Kommunikation. Ist sie noch da? Ah, da. Das Licht blendet ein bisschen, deswegen. Und der Sekt. Ja. Ein Glas. Ja, wir haben uns zusammengefunden. Aber das Mikro näher. Mikro vor die Nase. Jo. Genau. Okay. Wir haben uns zu diesem Better Communication Workshop zusammengefunden und das mal richtig workshopmäßig ausgearbeitet, was denn da sinnvoll ist, was praktisch ist, und sind zu einem sehr praktischen Konzept gekommen, das es dann wohl in Zukunft vielleicht dann auch bald mal live zu erleben gibt. Für die Kommunikation mit euren Usern zu euch wieder zurück. Daniel mit dem Einstieg ins Podcasting. Ja, also wir haben in der Session darüber gesprochen, über welche Themen man sich vielleicht Gedanken machen könnte, müsste, sollte, wenn man einen Podcast startet. Also von Format über Technik, über Workflow. Und das Fazit war einfach anfangen. Das ist das Zitat, was man gehört hat. Manchmal ist es so einfach. Podcasten mit iOS. Ich habe hier keinen Namen. Daher... Da kommt der Max Snyder schon. Ah, okay. Wenn ihr übrigens wisst, dass ihr irgendwie noch kommt, kommt vielleicht schon mal aus dem hintersten Eck nach vorne gelaufen. Ja, wir haben uns ein bisschen zusammengesetzt und über die Erfahrung mit dem bisherigen mobilen Podcasting auf iOS ausgetauscht, beziehungsweise auch dem Stream, und der Manuel sucht ja irgendwie eine relativ einfache Lösung, was aufzunehmen, vielleicht noch zu schneiden und dann das relativ schnell auch online zu bringen. Hatte dann den Fürz auch nochmal kurz vorgestellt, leider fehlt der Christian, er hätte dann vielleicht nochmal eine Session machen können zum, wie richtet man sich das ein. Und auch da gibt es im Sendegate nochmal eine Sammlung von den ganzen Gerätschaften bzw. Hörbeispielen. Ich habe auch mit Manu und dem Herrn von der, was war das, Audio, ich weiß es nicht mehr, wir haben auch so ein Sendebeispiel auf so ein. Ein Audioguide, ja. Audioguide, genau. Einfach das Mikrofon in die Mitte gestellt und ein bisschen losgequatscht. Haben das vorhin vertwittert, das kann man da auch mal reinhören. Oh. Dankeschön. Der Georg mit Auphonic Multitrack und die goldene Zukunft mit Multitrack. Den Zusatz hatte ich gar nicht im Titel. Also so viel. Also wir haben kurz nochmal über Multitrack gesprochen, was sich da getan hat und wie das im Moment funktioniert, was man auch vereinfachen könnte und wie man das in weitere Workflows besser integrieren kann. Und dann haben wir noch über die Zukunft gesprochen, was man jetzt eigentlich nicht verraten darf. Aber ihr dokumentiert es hier, oder? Psst. Okay, das war's, danke. Science Podcasts, der Alex. Ich habe gehört, die Session hatte 23 Teilnehmer. Ist das so? Also ich habe nicht gezählt. Wurde mir zugetragen. Das ist ja super. Also ich habe vorhin auch mal ins Sendergate reingeschaut. Ich war richtig überrascht, dass da schon was zusammengetragen worden ist. Ich habe das nämlich sträflich vernachlässigt. Ich war nämlich damit beschäftigt, ich habe eigentlich den Leuten zugehört, weil es eine sehr interessante Diskussion, ein sehr interessanter Austausch war.
Wir haben damit halt angefangen, dass wir uns mal überlegt haben, wofür macht man überhaupt Wissenschaftspodcasts? Und was man neben dem typischen, was man erwarten würde, wäre halt, dass zum Beispiel es da um Wissenstransfer geht, aber es ging auch um andere Sachen. Zum Beispiel, was sehr oft genannt wurde, war Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz. Ja, also wenn man zum Beispiel überlegt, naja, viele Universitäten oder Forschungsinstitute, die erhalten ja natürlich auch Geld aus öffentliche Gelder, und dann will natürlich der Steuerzahler natürlich auch wissen, wo geht das Geld hin. Ja, und dann kann man sehr schön sehen, woran wird eigentlich geforscht, was wird mit den Geldern gemacht und wofür zahlt man dann sozusagen, ja. Eine weitere Sache, die wir noch hatten, war Wissenstransfer. Wissenstransfer wird allgemein natürlich als Herausforderung angenommen. Es wurde ein Vorschlag gemacht, also wie man das vielleicht mal so ein bisschen besser machen könnte. Auf der einen Seite war dann halt, wurde genannt, natürlich, okay, wir können Wissen voraussetzen, aber wir hatten vorher auch schon eine Diskussion über Kommentare, und dann wurde gefordert, einen What the fuck und Hä-Button einzubauen, ja, den man dann direkt in seinem Client drücken kann, um dann sozusagen direkt die beste Rückmeldung zu geben, die man geben kann. Am Ende haben wir uns dann noch so ein bisschen den Typen von Interviews oder von Podcasts gewidmet. Also es ging halt darum, entweder Interviews wurden gemacht oder halt allgemeine Vorstellungsrunden. Was da sehr interessant war, war halt das Fazit war nämlich, dass wir eigentlich weg müssen von diesem Tod durch Informationsdichte, dass man von einem 3-Stunden-Podcast wirklich totgeschlagen wird und überhaupt nicht mehr zuhören kann, hin zu einem, sagen wir mal, die Informationen seichter fließen zu lassen und lieber mal aus einer Folge 2 Folgen zu machen und dafür halt den Hörer, ich sag mal, auch eine gewisse Ruhepause zwischendurch geben zu können, damit man die Informationen nachvollziehen kann. Danke. Kugel, Niere, Stab, der kleine Mikrofon-Guide. Martin und... Bitteschön. Ich habe da mal kurz reingeguckt, das war ein super Zoo an Geräten, den ihr da aufgebaut hattet. Ja, wir hatten unsere Mikrofon-Phalanx an den Start, die steht da noch neben einer Kamera. Ich hätte gern so ein Bändchen-Mikrofon. Genau. Wir haben uns also ein bisschen verschiedene Mikrofontypen angeguckt. Wir haben ein bisschen theoretisch uns dem genähert, also wie funktioniert was, für welchen Zweck ist was gut geeignet oder weniger gut geeignet. Oder wie sieht die Podcast-Situation aus? Was kann man vielleicht am besten einsetzen? Haben dann aber auch den größten Teil der Zeit damit verwendet, einfach das mal auszuprobieren. Also tatsächlich Klangexperimente über Kopfhörer mal hören. Wie verhalten die sich? Und tatsächlich war aus irgendeinem unerfindlichen Grund das Bändchenmikrofon der Renner diesmal. Ja, der war der Hit. Ja. Ja, danke. Stellt ihr noch irgendwas an Beispielen, an Empfehlungen oder irgendwelchen Ergebnissen in die Doku rein? Ja, also es wird bestimmt noch ein bisschen was geben und werden wir verlinken, ja. Sowohl Audiobeispiele als auch ein bisschen Text, sicher. Super, danke. Danke. Damals TM Spontan-Podcast, wir hatten ja nichts. So. Ihr habt eine Flasche Whisky leer gekriegt, ne? Ich wollte gerade sagen, wir hatten was und es war zu wenig. Und ihr seid die Einzigen, die auf einem Podcaster-Treffen gepodcastet haben, also oder? Das stimmt nicht ganz, aber... Weiß ich nicht, wir haben vielleicht die Einzigen mit Ansage, aber... Ja, okay, das kann sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, nach dem hastigen Genuss einer Flasche guten Whiskys, wir hatten zu wenig, war das wahrscheinlich ganz erfolgreich. Ich habe es noch nicht nachgehört, ich werde auf Phonik mit 1,5 GB Daten quälen heute Nacht. Und das dann ein bisschen zusammenschnippeln. Also es wird erbarmungslos alles gesendet, aber das besteht aus 2 Teilen, die muss ich nur zusammenfügen. Und irgendwann die Tage erscheint das dann. Und dann werden wir ja sehen. Und stellst du hier auch rein einfach, ne? Mit Whisky-Empfehlungen dann am besten dazu. Ach so, ja, wenn wir das noch feststellen können. Also ich kann das nur empfehlen. Es wird ja nachher noch hier auf dem Podium um Drogen beim Podcasten gehen. Also wir können das nur empfehlen. Das ist also ist empirisch, dieser Versuch hat es also erwiesen, es nützt so. Danke. Danke dir. So, Tim, komm mal hoch. Podlove Publisher Initials aufsetzen. Na, Tim, wo bist du? Saß wieder an der Bar. Ja, die Session hat bestätigt, dass es sich bei Podlove um ein aufstrebendes Unternehmen handelt, was wirklich mit sehr wirksamen Effekten am Markt vertreten ist. Das Interesse ist sehr groß, ja. Und ich glaube, wir haben auch dazu beigetragen, dass nachhaltig jetzt auch in die Migration investiert wird. Ja, also einige Investoren waren durchaus bereit, ihre Daten bereitzustellen, um sie sozusagen der Übersetzung in die Zukunft überzuführen.
Insofern alles prima. Möchte jemand Bingo schreien? Kaufen Sie jetzt. Nein, also es lässt sich nicht viel zusammenfassen. Ich habe halt erklärt, wie der Publisher so mit seinen Eigenschaften hat. Und da fällt mir auch immer wieder ein, dass noch ein ganzer Weg zu gehen ist, was so die Einfachheit von allem betrifft. Das wissen wir aber auch. Könnt ihr irgendwie so einen kleinen Setup-Guide mal online stellen? Habt ihr das schon? Ja, wir wollen diesen Setup-Guide eigentlich in diese Software selber einbauen. Das ist das Ziel. Ihr habt jetzt hier einen Doku-Teil. Wir fragen einmal die Woche nach. Okay, alles klar. Danke. Effiziente Workflows für die Vor- und Nachbearbeitung eines Podcasts. Der Christian. Ja, in der Session haben wir mal zusammengetragen. Na, erstmal habe ich vorgestellt, so war es eigentlich hier. Welche Tools man an den Start bringen kann, wenn man nicht viel Zeit hat und nicht viel Zeit aufwenden möchte, um seinen Podcast vorzubereiten. Für all diejenigen, die immer sich die Zeit aus den Rippen schnitzen müssen und regelmäßig eine halbe Stunde vom Podcast feststellen, ui, der Themenplan ist ja leer, hat mal wieder keiner was eingetragen, ist ja super, über was reden wir heute überhaupt? Da haben wir mal so einen Workflow vorgestellt, wie man so etwas zwischen zwei Episoden ganz en passant erledigen kann und vielerlei Dinge mehr, nämlich, dass man seine Hörer beispielsweise auch drüber informiert, was sie denn so erwarten dürfen in der nächsten Episode. Das war die erste Runde und in der zweiten Runde haben wir noch ein paar zusätzliche Tools zusammengetragen, die das Podcasterleben auch deutlich einfacher machen und einem mitunter viel Arbeit und Zeit sparen. Dokumentation folgt. Ich würde diejenigen bitten, die hier auch in der Session noch Tools mit eingebracht haben, waren ja doch einige, die genannt wurden, die bitte auch einzutragen, weil ich habe sie mir nicht alle gemerkt. Sind schon drin? Yay, super. Danke. Ralf, das Ultraschall-Wunschkonzert. Ich lese hier das Wort unterwältigend. Ja, die Session hat gezeigt, dass Ultraschall ein absteigendes Projekt ist, was keinerlei Interesse mehr findet. Wir waren, ganz im Gegensatz zu Podlauf offensichtlich, wir waren genau vier Leute, aber dafür war es umso exquisiter. Ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was wir strategisch so vorhaben. Der interessantere Part war dann hinterher das Zusammenzurren erster Geheimprojekte mit Georg, über die aber kein Ton gesagt werden darf, weil es sind Geheimprojekte. Danke. Das perfekte Episodenbild, der Chris. Jo, wir haben einen kleinen Fotoworkshop, einen Mini-Fotoworkshop unten im Innenhof gemacht und da mal so ein bisschen Top-Motiv. Was. Top-Motiv. Ja, war super. Also mit, ja? Nee, wirklich gut, ja. Mit, ja, wie das mit dem Licht funktioniert und mit dem Subjekt und wie man vielleicht das Bild einfach ein bisschen hübscher machen kann. Die Dokumentation wird sich dann wiederfinden in einigen neuen Avataren im Sendegate. Danke. Dann YouTube Video Killed the Radio Star, Fragezeichen. Bitteschön. Ja, wir haben voller Neid auf die Nutzer von YouTube geschaut und haben uns gefragt, ob wir die irgendwie rüberziehen können zu unseren Podcast-Produktionen. Das Ergebnis klingt wie ein Beziehungsstatus, ist kompliziert. Also wir kamen so zu dem Ergebnis, wenn man die Folgen einfach nur so auf YouTube rüberkübelt, also überhaupt nichts sonst macht, bringt es relativ wenig, aber es bringt halt auch keinen Schmerz. Also man erreicht damit nicht viel mehr Leute, aber wir holen ja jeden Hörer eigentlich fast einzeln ab. Also wir haben mal so abgeschätzt, im Prozentbereich dürfte man Leute da erreichen von den Gesamtzugriffszahlen des Podcasts. Und dann haben wir halt gesagt, wenn man es ordentlich machen will, und da hatten wir Unterstützung von jemandem, der sich auskennt, Sven hat sich da sehr eingebracht, dann muss man es ordentlich machen. Also, dann muss man sich angucken, wie funktioniert YouTube und wie adaptiert man das für sein Format. Dann kann man vielleicht was damit erreichen, aber das müsste man dann schon leisten. Danke. Storytelling für Podcast-Ideen zu und mit Pageflow. Bitte. Ja, das bin ich nochmal. Ausgehend von einem sehr, sehr langen Thread im Sendegate, der den Titel trägt, mehr Aufmerksamkeit für meinen Podcast,
Da gibt es eine wirklich sehr interessante und sehr ausgiebig lange und mitunter auch sehr kontrovers geführte Debatte darüber, wie schafft man es denn, mehr Hörer zu bekommen, letztlich. Habe mal versucht darzustellen, mit welchen Möglichkeiten wir es unter Umständen auch schaffen, nicht nur innerhalb derjenigen, die schon Podcasts hören und innerhalb der eigenen Bubble, wie wir es denn schaffen, auch andere Hörer anzusprechen. Also wie schaffen wir es, dass wir gefunden werden? Wie müssen wir uns möglicherweise präsentieren nach außen hin mit unseren Inhalten? Dort das Motto, bringt die Inhalte an die zukünftigen Hörer heran. Macht es denn wirklich Sinn, nur einen WordPress-Blog anzubieten mit ein paar Play-Buttons drauf? Und was gibt's noch andere Möglichkeiten? Dort vorgestellt wurde unter anderem eben das Tool Pageflow, in dem man mal die Geschichte seines eigenen Podcasts dokumentieren kann. Wir sind dann aber sehr schnell auch abgewichen, als das Thema zu Ende war. Und dann ging es dann darum, welche Kanäle sollten wir eigentlich nutzen, um unsere Inhalte zu distribuieren. Und das war auch nochmal eine sehr schöne Erfahrung, wo die Einzelnen darüber berichtet haben, wo sie sich denn noch hinwenden, um weitere Hörer zu gewinnen. Danke. Aus Hörern Helfer und Unterstützer machen. Bitteschön. Ja, wir waren eine Gruppe von einigen Shownotern und einigen Podcastern und haben erstmal so ein bisschen darüber gesprochen, was denn die Beweggründe sind, dass man etwas macht, also sich beteiligt und auch warum Podcaster gerne Beteiligung haben wollen. Und sind dann darüber so ein bisschen zu meiner Plattform gekommen, Helptiers. Ich habe die vorgestellt und habe sehr positives Feedback bekommen dazu und ein paar Feature-Requests schon direkt und Ideen, die zur Weiterentwicklung reingebracht werden könnten. Ja, das waren so die Themen. Danke. Dankeschön. Und zu guter Letzt Podlove Webplayer Einbindung in Plone. Jo, wir haben uns, Plone und Drupal war vertreten, wir haben uns ein bisschen angeguckt, wie kann das funktionieren, den Webplayer beliebig einzubinden. Konkret sind wir da relativ einfach vorgegangen, also auf einem sehr niedrigen Level. Wir haben uns eine Referenzdatei angeschaut, also standalone.html, und haben uns angeguckt, die relevanten Code-Stücke und wie man die eben in einem beliebigen oder in unseren CMSen, die wir jeweils verwenden, wie man das umsetzen kann, dass dann der Webplayer genau das bekommt, was er auch haben möchte, um da was Gescheites anzuzeigen. Jo. Super, danke. So, das waren also... Das war Bühnentrick 1. Bühnentrick 2 folgt. Für so ein billiges Zeugs applaudiert ihr auch noch. Ja. Wir kommen zur Sessionplanung für morgen. Es gilt wieder, bitte stellt euch an. Wir haben, der Erste. Das ist aber gemein. Wir haben morgen 3 Slots, also 3 Zeitslots. Wir machen den ersten Vormittagessen und enden dann mit dem Gesamtprogramm gegen 16 Uhr, also mit den Sessions. Wir machen danach nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und wir haben genau wie heute die 3 Räume wieder, plus eben die Aufforderung, wenn ihr vielleicht ein paar weniger Leute habt, die sich für das Thema interessieren, sich das ein bisschen abbildet, sucht euch eure eigenen Räume. Also heute war hinten in der Lounge immer ein bisschen Zusammentreffen, irgendwie hier vorne im Flur und eben auch der Innenhof wurde fleißig genutzt, haben wir gehört. Auch hier würden wir euch wieder bitten, wenn ihr seht, es hängen schon irgendwie 2 oder 3 Tech-Slots oder Tech-Talks in der Reihe, schaut vielleicht, dass ihr dann in den nächsten Zeitslot geht mit eurem Tech-Talk, damit wir wieder einen inhaltlichen Track bekommen.
Das sind eigentlich so die Restriktionen. Nach 45 Minuten kommt wieder irgendwer rein und schmeißt euch raus sozusagen. Also wir machen wieder ein bisschen härteren Cut. Das schien mir heute sehr gut geklappt zu haben, sodass auch alle entspannt in ihre nächste Session kommen können. Und ansonsten würde ich jetzt einfach den Startschuss an Dennis geben. Ich drehe mich mal vor. Und zwar wollen wir über das Sendezentrum reden, und zwar in Reloaded. Und zwar, es geht um Aufbau von dezentralen Strukturen. Wie man so merkt, ich, Claudia und Ralf sind ja in vielen Dingen eingebunden und das muss man auch mehr Schultern verteilen. Darüber müssen wir reden. Es geht dann konkret ums Camp, um den Kongress, um vielleicht auch andere Veranstaltungen. Wie kann man das Sendezentrum quasi zu einem globalen Movement machen oder so? Mal so Interessenabschätzung, damit wir wissen, ob wir hier bleiben können einfach oder, also so viele sind es wahrscheinlich gar nicht, ne? Ihr habt alle keinen Bock auf die Arbeit, ich weiß das. Nehmen wir eine Synkope, oder? Ja. Meinst du nicht, dass das hier irgendwo reicht in so einem? Ja. Na, mal schauen. Ich mach mal hier und dann gucken wir mal. Das ist Meta. Während Dennis das aufhängt, kann ich da vielleicht gleich noch ergänzend tätig werden. Wir hatten, also die Frühaufsteher auf dem Kongress hatten die Idee, dass man nach dem immensen Erfolg der Late Show auf dem Kongress das Pendant einer Morning Show planen, vielleicht fürs Camp. Und da geht es jetzt auch erstmal nur darum, wer hätte da Interesse, wer, was ist überhaupt machbar, wer ist vor Ort und hätte da Lust mitzumachen und hat vielleicht auch Ideen für Inhalte. Das könnte theoretisch da beim Dennis mit andocken. Wir können es aber auch separat machen. Wer von denen, die zum Camp gehen, hätte denn Lust, bei sowas mitzumachen und sich da mal zu treffen? In kleiner Runde gerne. Ja, das können wir frei machen. Das ist auch möglich, ja. Soll ich es damit dazuhängen oder soll ich einen extra Slot machen? Nee, das ist kleiner. So, ich habe hier eine Session, ich wurde so ein bisschen genudged in diese Richtung, vielleicht diese Session anzubieten, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, warum das hier immer behauptet wird, der Nikolas sagte das auch schon. Da wird was dran sein. Titel Podcast und der schnöde Mammon, es geht um das Thema Geld verdienen mit Podcast. Und irgendwie hatten wir da eine kleine Diskussion über das kommerzfeindliche Deutschland. Ich sehe mich dann jetzt eher, weil ich die tatsächlich, ich bin so ein bisschen wie das Kind, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich sehe mich dann eher so als der Gesprächsleiter, aber habe natürlich mit meinen Produktionen so ein bisschen Sponsorengelder und vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen vor mit Flatter und Co. Vor allen Dingen, wenn ich das mal kurz ergänzen darf, warum ich dich ein bisschen genatscht habe. Du hattest hast du also doch, du hast es zugegeben. Ich fand, du hast es sehr, sehr interessante Einblicke, die vielleicht so jetzt andere von uns nicht haben in den amerikanischen Markt. Auch in den amerikanischen Markt, ja. Also da kann ich ein bisschen was davon teilen. Interesse? Ja, Geld, Kohle, ne? Man wird reich mit Podcasten, absolut. Das ist aber trotzdem noch kleine Runde, wie ich sehe. Ich glaube, das ist so Synkope-Größe ungefähr. So, das ist gar nicht meine Session hier, sondern das hat mir der Saumselig, Sebastian Fiebrich, gegeben, der jetzt leider schon los musste wegen Kindern und so. Und zwar stellt er sich die Frage oder möchte mit euch sich die Frage stellen, wie optimiere ich meinen Podcast für Facebook und Twitter? Das klingt jetzt schlimmer, als es gemeint ist. Er meinte nämlich so Dinge wie, naja, Facebook sortiert halt irgendwie erstmal so 70% der Follower erstmal aus, die das nicht kriegen. Und wenn du mehr willst, dann zahl doch bitte. Und wie kann ich da dran vorbeiarbeiten, sodass doch möglichst alle Likerinnen oder was auch immer davon mitkriegen, dass eine neue Folge erschienen ist? Wie bekomme ich so Twitter-Cards hin? Und er möchte das Ganze verstanden wissen, auch vielleicht auch als so eine kleine Ideensammlungsgenerator-Dings, um irgendwie Podlove zu sagen, was man irgendwie noch so im Plugin haben wollte, damit das irgendwie alles viel schöner ist. Okay? Meldungen. So, das ist gut. Wir brauchen Beamer, mache ich Synkope.
Ja, der Titel meiner Session morgen sagt eigentlich alles, wie man in exakt 45 Minuten individuelle Intros und Jingles komponiert, ohne einen Hauch Ahnung von Musik zu haben. Genau das wird passieren, und zwar mit Tools, die allermeisten von euch für umsonst bei sich auf dem Rechner haben. Es wird Kunst entstehen, weil ich das insofern nicht vorbereite, als dass wirklich wir live was komponieren werden. Es wird allerdings eher einen Vorlesungscharakter haben. Das heißt also, ich werde da stehen und zeigen und erzählen. Es wird also nicht so rasend interaktiv werden. Es war in dem Pre-Voting, glaube ich, mit die schon nachgefragteste Geschichte. Das ist total unsouverän, wie ich jetzt hier. Ja, gut. Wen interessiert das? Wer möchte kommen? Wunderbar. Ich brauche sowieso Audio. Das heißt, es ist scheißegal. Ich muss sowieso hier hin und würde dann einfach morgen hier den Rausschmeißer mitmachen. So. Das macht er übrigens nur, weil er sich ja hofft, dass er noch länger bleiben kann dann. Ja, ich möchte morgen noch mal ein bisschen, also ich habe ja morgen noch mal einen Vortrag und danach, wer dann Interesse hat, noch mal gerne hands-on am Studio-Link. Und ja, was noch an Features fehlt, Beta-Tester sind ja auch ein paar da. Wie viel Interesse ist da? Hand hoch? Ja, ich würde sagen, Synkop ist okay. Ansonsten können wir das auch jederzeit freimachen. Nochmal zum Thema Podstock. Meine Rechnung ist nicht aufgegangen. Es haben jetzt ein paar Leute gefragt, ob ich dazu nochmal irgendwie eine Session extra mache und deswegen für morgen nochmal eine Session Podstock 2015, das Podcast-Festival im August, Stand der Dinge. Alle, die sowieso schon angemeldet ist, sind eingeladen, um ein bisschen über Orga und was wir im Vorfeld tun können, zu sprechen. Alle, die sich interessieren, können dann auch noch mal Fragen stellen und einfach mal ein bisschen kennenlernen, wer mit dabei sein wird. Da ich um 16 Uhr schon in Tegel sein muss, ich aber damit rechne, Synkope oder frei, mal kurz Hände hoch, wer Podstock überhaupt ins Auge fasst. Das war klar. Ich würde das mal dazwischen heften und das der Orga überlassen, wie das dann zeitlich zu schieben ist. Frei gibt's mehr, ne? Können wir uns auch hinten im Strandkorb treffen oder so? Zum Beispiel. Aha. Schmeiß sie raus. Ich klebe das mal dazwischen. Sagst du mal noch kurz die Zeit so dazu, wann du das machen willst? Nach dem Mittag. Mach mal hier mal so. Mach den einfach daneben, genau. Das ist vor dem Mittag, aber ist auch okay. Das ist super. Das ist nach dem Mittag. Ja, nee, das ist super. Darf ich? Was machst du, wenn ich jetzt Nein sage? Dann heul ich. Wollt ihr das sehen? Nö. Darf ich? Okay, überzeugt. Ach komm, mach schon. Einmal ein schönes Kein Mitleid. Ohr für Tim. Also. Was? Also, hier, nur für die ganz Harten, die nie eine Träne verdrücken würden, nur weil sie nicht mit dem WordPress klarkommen, machen wir eine Session über Podlove Templates, also so ein bisschen advancederes Gestalten und so weiter, Tipps und Tricks und neue Features. Und ja, das stelle ich vor. Und Brauchen Beamer wird eigentlich gerne, wie ist da so die Response? Weil ich tendiere zum Alphabet irgendwie. Ist das Alphabet? Ja, schon, oder? Mach doch einfach. Ich mach einfach. Hast du noch so ein... Hast du. Gegen Mikro tausche ich. Gegen Mikro. Uhrzeit? Also die Portal of Templates um 12.30 Uhr in Alphabet. Ja, hallo. Ich möchte... ja, also ich habe mal aufgeschrieben, mein Podcast auf Chromecast und et al., also verschiedene Streaming-Sticks, da möchte man vielleicht auch mal einen Podcast hören drauf, so wenn man auf dem Sofa liegt. Eigentlich könnte ich auch sagen, lass uns einfach über den Webplayer reden. Ist da mehr Interesse? Also findet ihr Alphabet? Also ich habe nicht so viele Hände. Da müssten noch ein paar Hände hochgehen für Alphabet. Also. Ich glaube, der Reihe ein für dich. So, nächster. Dankeschön. Hallo, ich würde gerne nochmal das Thema Geotagging, klar, da wir so technisch anmelden. Das Ganze stellvertretend für den Cornelis von den schönen Ecken, der morgen auch wieder da ist.
wir würden denn gerne die Entwickler, die ich gerade eben nochmal angesprochen habe, dabei haben, um zu gucken, wie das Ganze dann mal in die ganze Podcast-Infrastruktur kommt. Und auf der anderen Seite würde wir und also Cornelius und ich vielleicht nochmal ein paar Sachen zeigen, was es im Web schon gibt, wie man Geo-Walks darstellen kann. Also ich laufe wo lang, mache Podcast und dann für die Hörer, wo ist er lang gelaufen, zwischendurch an verschiedenen Stellen, so Play-Buttons, da gibt es schon ein paar Lösungen. Wie das Ganze irgendwann in unsere Struktur reinkommt, vernünftig reinfließt mit Workflow, wissen wir noch nicht, aber einfach Thema Geotagging, Audio-Walks, wer da Interesse hat, möge sich bitte jetzt melden. Sehr schön. Wir würden das Ganze auch gerne auf dem Beamer machen, weil gerade der Cornelius schon wir so ein paar Sachen hat. Wir haben überall Beamer. Ach ja, super, denn Synkope reicht wahrscheinlich. Super, Dankeschön. Bisher ging alles gut. Bühnentrick 3. Mal ganz kurz, wir haben da noch zwei Slots frei. Tine? Ich habe ganz genau gesehen, dass du deinen Zettel Erzähltheorien verschwinden lassen hast. Mach erstmal, wir diskutieren das gleich noch aus. Ich möchte über Shownotes reden. Es heißt ja immer, es gibt welche zu Podcasts, aber was schreibt man da idealerweise rein? Was lässt man besser weg? Wie schreibt man das auf? In welcher Form und in welcher Ausführlichkeit? Da möchte ich mal selber Inspiration sammeln für mich und vielleicht auch mal zur Diskussion einladen, damit andere auch auf gute oder noch schlechtere Ideen kommen. Es gibt schon zwei Interessenten. Wer möchte denn noch? Wer hat Interesse an dem Thema? Oh ja, das sind ja ein paar. Genau, einfach Mosaik, such dir eine Zeit raus. Ja, häng mal nach oben. Hast du noch so einen Magnet? Ja, natürlich. Nee, dann machen wir die Mitte. Ja, so ist das Problem schon gelöst mit dem Frühen. Okay, heißt, wir haben trotzdem noch einen Slot frei. Das heißt, falls sich jetzt noch jemand spontan entscheidet, was zu machen. Greifen Sie zu. Greifen Sie zu, sonst zwingen wir euch morgen. Ne, Tine? Ja. Kann ich unterstützen? Okay, ansonsten würden wir es für den Moment erstmal für beendet erklären. Wir diskutieren das dann so im Laufe des weiteren Abends aus. Okay, dann haben wir hier einen schönen Plan schon mal für morgen. Danke an alle, die was beitragen. Und es gibt dann auch, glaube ich, bald Essen, wenn ich den Plan richtig interpretiere. Ja, exakt jetzt.